ist die ganze Zeit Regen angesagt, es kommt kein Regen, ist nicht geil. Wir hatten noch diesen Stock hier eingepackt, diesen Bambusstock, kann man richtig schön halten. Klasse, einfach nur klasse. Oh, oh Gott, ich hasse mein Leben. Power Glamping. Schöner Strauß. Wo sind wir bei 110? Wow, Leute, 110, das ist mein Stichpunkt, ein Umrührwerkzeug zu holen. Man könnte einen Deckel auf eine Pfanne machen. Man hätte genau das Gleiche. Sie hat aufgehört zu paddeln jetzt. Oh Gott, ich sterbe. Wir haben hier eine Testschnecke, die hat Lukas auf den Boden geworfen. Das ist kein Kardamom da drauf. Ah! Oh nein! Lass ihn mal. Jetzt wird tätowiert. Morgen. 7:30 ungefähr. Musst du hier ins Wasser. Bisschen frisch machen. Die Räucher noch nicht rausgeholt. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, es sieht nicht gut aus. Nichts geräuscht. Nichts geräuscht. Scheiße. Wieso bin ich denn kein Profi-Räuser? Das ist doch doof. Oh, oh Gott. Ich hasse mein Leben. So, jetzt bin ich frisch, also halbwegs. Bin immer noch ein bisschen verschlafen. Oh. Ja, heute freier Tag, bis jetzt geiles Wetter. Es soll anfangen zu regnen, tatsächlich heute mal, und auch richtig heftig. Na, mal gucken. Diesmal stimmt, aber es ist so viel Regen angesagt, dass es wahrscheinlich stimmen wird. Wir werden heute trotzdem den Backofen ausprobieren, Brot backen, Kuchen backen, und da ist Hermann. Angeln, ja, wird trotzdem, glaube ich, geil. Hoffentlich haben wir das Wetter noch ein bisschen länger, ey. Weil, also, so ist, oh, jetzt bin ich direkt frisch und fit, ey. Wenn ich jetzt noch was geräust hätte, wahrscheinlich wäre da unten in den Steinen besser gewesen zum Räusen. Naja, räuse ich halt nächste Nacht. Mitten im schwedischen Wald. Ist auf Pilzjagd, weil heute Abend soll es ja Tagliatelle mit Pilzsahnesoße geben. Deswegen müssen wir heute mal ein bisschen akribischer Pilze sammeln und nicht nur so ein bisschen Fokus, nicht nur so ein bisschen für Spaßpfanne. Und gerade den Wald betreten. Die sind sofort, ich glaube, das sind diese Rotkappen, ne? Ich meine, das sind Raufußröhrlinge auf jeden Fall. Sieht man ja an den Schüppchen am Stiel. Klasse. Geschmacklich echt besser als der Birkenröhrling. Schwarzfärbung, Fraßstellen, klasse. Schöner Strauß. Ein richtiger schöner Strauß. Pilze. 2, 4, 6, 7, 8. Auf einen Streich. Ist schon krass. Hallo Freunde und Familie von Lukas. Wer anders guckt das wahrscheinlich nicht. Wir sind jetzt auf der Blaubeerinsel. Also die Hälfte scheint Rauschbären zu sein. Ich bin eh eigentlich fürs Pilzesammeln zuständig. Und hier gibt es keinen einzigen Pilz. Deswegen vlogge ich jetzt. Leo, seh mal bitte pittoresk aus. Ich balanciere hier auf so einem Stock rum. Das ist ein großer Stock, ein Baum, glaube ich. Spannende Entwicklung. Da es hier keine Pilze auf der Insel gibt, werde ich jetzt erstmal nochmal alleine losfahren zum anderen Ufer und gucken, dass ich da ein bisschen nach Pilzen sammle. Wird spannend. Nur ich und diese Kamera im Wald. Survival Mode. So Leute, da drüben ist die Insel, auf der wir gerade waren. Da sind Livy und Leo immer noch am Sammeln. Ich mache mich jetzt auf in den Wald alleine. Wir halten Ausschau nach Pfifferling vor allen Dingen. Steinpilze gehen auch immer. Ich weiß jetzt leider nicht, ob das die sind, von denen Lukas geredet hat. Man, die sehen echt schön aus, aber wahrscheinlich wird er voll rummeckern und sagen, nee, das sind richtig gute Schaumhauptknüppellinge gewesen. Aber keine Ahnung. Es sind Rotkappen. Es sind einfach Rotkappen. Keine Ahnung. Oh, das fängt ja schon gut an. Da liegen Knochen auf dem Boden. Das ist gar nicht beunruhigend oder so. Kann sein, dass wenn irgendwas Gruseliges ist, dass ich, also selbst wenn es so eine Kleinigkeit ist, dass ich dann gleich anfange schreiend wieder zurückzurennen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich euch hier habe, Leute. Schon merkwürdiges Gefühl, tiefer allein in den Wald zu gehen. Vor allem muss ich da nicht über Gefühle nachdenken, wenn ich mal in die Kamera gucken kann. Ist ja irgendwie auch unangenehm, so viel Zeit mit sich selbst verbringen zu müssen. Naja,
wenn wir schon mal da sind. Ich meine, man muss ja irgendwie alles für Content rauspressen und nudeln, was geht so, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht mit so zu viel alleine sein, zu viel nachdenken. Mir tut das auf jeden Fall nicht gut. Gestern hingen wir da schon den ganzen Tag auf dieser anderen Insel oder Halbinsel bei unserem Camp rum und war irgendwie, haben wir auch schon nicht gut getan, wenn ich da einfach so rumsitze und alleine bin und nichts mache. Ich meine, ich hatte auch gar keine Lust irgendwie auf Leute in dem Moment. Kennt ihr das, wenn man irgendwie zu viel auf Menschen sitzt? Also es macht ja auch Spaß so, ne? Die Gruppe ist ja witzig, aber irgendwann muss man halt auch mal ein bisschen Ruhe haben so. Habt ihr euch schon das Pudding-Test-Video angeguckt? Ich persönlich finde ja, das ist eins der besten, die Lukas Vlogs bis jetzt rausgebracht hat. Ich habe jetzt eine ADHS-Diagnose bekommen. Also ich hatte die schon vorher bekommen, aber da war sie noch so von einem ziemlich weirden Arzt, dem man jetzt nicht so unbedingt vertrauen kann. Weiß ich auch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also ich habe jetzt Medikamente dafür bekommen. Wirken auch. Also geht mir schon besser damit als früher. Aber ist schon irgendwie merkwürdig so, ne? Label irgendwie. Muss ich mich dann jetzt so verhalten wie jemand, der ADHS hat? Weil ich finde das ganz schlimm, wenn man so irgendwie eine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe hat und das dann so als seine Identität nimmt. Also, keine Ahnung, dann nur noch über Autos redet und alles mit Autos, bla 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 bla. Oder, keine Ahnung, welche Nerds die D&D spielen und dann eigentlich die ganze Zeit nur über D&D reden. Gut, da gehöre ich jetzt, glaube ich, mit dazu, muss ich leider zugeben. Wisst ihr, was richtig kacke jetzt wäre, wenn mein Boot weg wäre? Also, ich hab's ziemlich weit hochgezogen, aber vielleicht bin ich auch doof. Aber naja, wir waren, glaube ich, bei ADHS stehen geblieben. Habe jetzt bis jetzt nicht so viel in meinem Leben geschissen bekommen. Brauche immer ewig zum Studieren. Einen Studiengang gerade so hinbekommen. Jetzt den nächsten, weil ich dann doch keinen Bock hatte auf Biologie. Oder halt einfach, dass mir die Scheiße ging. Aber da hänge ich jetzt auch schon wieder fest, so, ne? Und das würde ja auch irgendwie Sinn ergeben mit ADHS, dass das irgendwie halt mir schwerfällt. Was zur Hölle ist das? Das ist halt ein Tennisball. So viel zu Naturbelassenheit. Wunderschön, ne? Toll. Ist das eine Moltebeere? Sumpfbeeren schmecken eher so mittelmäßig, aber sehr selten. Oh, hallo Fröschchen. Die sind ja cute. Oh, ganz ruhig. Ich mache ja nichts. Ich nehme dich nur kurz auf Kamera auf und dann kannst du wieder fröhlich weiterhüpfen. Könnt ihr ihn sehen? Das ist der Frog-Content, den wir alle wollen, oder? Na gut, ich hole mal die anderen ab, die sind da glaube ich fast durch. Da ist die Insel wieder drüben. Ja, man kann ganz klein unser Camp sehen. Wahrscheinlich zu weit weg für euch. Bis denn. So Leute, das war jetzt die erste Runde. Wir gehen gleich nochmal los. Aber das sind jetzt halbwegs sauber, Schwamm ist noch dran. Die ersten Pilze. Lilly macht gerade im Hintergrund auch die ersten Heidelbeeren sauber für Heidelbeermarmelade und Heidelbeerkuchen. Sowas, ne, was man halt hat beim Campen, klar. Mit was aus Knochen schnitzen, das wäre voll Metal. Aber wir haben halt nur so Lebensmitteltöpfe, ne? Nur wenn du ein Pennerglas findest, was groß genug dafür ist. Ich könnte ein Stück rausbrechen und dann in ein Pennerglas tun. Magst du auch nochmal los? Deswegen haben wir jetzt diesen großen Haufen Pilze. Annika hat Himbeeren gefunden. Da, kleine Raspberries. Toll. Foraging. Pilze gefunden. Die Tüte ist die Nachbestehensort. Power Glamping. Richtiges Power Glamping. Power Glamping. Fast unangenehm, was für ein Power Glamping das hier ist. Mhm. Leo angelt heute das erste Mal mit einer halb kaputten Angel. Klasse. Und wir haben hier gerade, ne, da sieht man den Eingang von dem Teich hier. Wir haben hier gerade einen kleinen Teich gefunden. Der ist verbunden mit unserem Teich. Oder See. See. Und das sieht so aus, als wäre hier niemand sonst. Also vermute ich mal, dass hier auch ganz viele geheime Fische in diesem geheimen See sind. Ist ja klar. Und die fangen wir jetzt. Leo fängt die jetzt. Mit seinem vierten Auswurf des Lebens. Oder der dritte erst, ne? Der dritte Auswurf seines Lebens. Ja, aber hier sind ja die ganzen Geheimfische drin. Da musst du gar nicht so weit auswerfen. Ist ja voll hier. Ja, die Kamera ist weg. Wir melden uns, wenn wir Fisch haben. Uiuiui. Soll ich halten? Die Frau will den mitnehmen. Wie groß ist der? 60. Kann man daraus gute Filets machen oder ist das nervig? Ist schon ein bisschen nervig. Bin ich ja eher für leben lassen, aber also wenn es halt nicht geil ist. Wow. Hoppala. Wobei, der hat schon ganz schön Schädel. Den nehmen wir mit. Okay. Der ist gut. Den essen wir jetzt. Okay. Echt, ne? Du hast mir doch gesagt, alle Raubfische schmecken gut. Ja,
uns direkt wieder revidiert, weil Hecht bei Hecht stimmt nicht so richtig. Ja, toll. Es ist schon besser als ein Karpfen vielleicht. Ja, Hecht. Könnte größer sein. Ja? Ja. Nee. Ah! So eine Schatten. Warum liegen denn hier zwei Fische? Au! Ich hab vergessen, wie man Hechte aufhebt. Ruhig, Gedane. Au! Er hat zugebissen! Ruhig, Gedane. Au! Gedane. Au! Scheiße, ich bin an beiden Seiten blutig. Wirklich, an beiden Fingern blutig jetzt. Haben beide gleichzeitig zugebissen? Nee, der andere, habe ich aus Schreck dann in die Finger reingebissen. So, das sind Laubfische, die tarnen sich im Laub. Scheiße. Okay, jetzt fängt es wirklich langsam an zu regnen. Wir machen jetzt noch die Pilze fertig für die Sahnesoße nachher, für die Tagliatelle. Können wir einmal kurz drüber reden, dass die hier keine Zwiebeln in ihre Pilzsoße machen wollen? Schreibt in die Kommentare, ob ihr findet, dass Zwiebeln in Pilzsoße reingehört. Schreibt einfach rein. Wir müssen oder diese Diskussion nicht wieder anfangen. Oder reichen einfach so viele Knoblauchzehen. Knoblauchzehen reichen doch, wenn sie so viele sind. Nein. Knoblauch ist nicht dasselbe wie Zwiebel. Allium ist Allium. Allium ist nicht Allium. Was laberst du? Allium ist Allium. Ja, dann machen wir dein Aioli mit Zwiebeln nächstes Mal. Nee. Das Brokkoli und Blumenkohl ist das gleiche Mittel. Regen ist wieder weg. Hier ist jetzt das Brot aus dem Ofen. Es ist leider ein bisschen verbrannt. Petro, magst du da nochmal nacharbeiten, bitte? Hier ist jetzt das ganze Hechtfilet. Gesalzen, mit Mehl paniert. Heute einfach ein reiner Fresstag. Heute wird nur gefressen. Mmh, lecker. Es ist echt so krass, wie hell diese auf der Kamera alles ist. Der ISO von der Kamera ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt die Tagliatelle mit Pilzen nicht mehr gegessen, weil der Hecht war viel zu viel für alle und das Brot mit den Oliven und Tomaten war auch viel zu viel. Dann haben wir noch Brot, manche noch Brot gegessen, die es geschafft haben mit der Heidelbeermarmelade von Lili. Das ist glaube ich so, weiß nicht, 10 erst, aber es regnet auch. Ich bin jetzt hier unter der Plane. Habt ihr ja vorhin gesehen, bei den, als ich mich die Hechte filetiert habe, habe ich diese Gerippe einfach ins Wasser geballert. Die habe ich jetzt nochmal sehr, sehr schön auf Steine drapiert. Und ich stelle jetzt die GoPro nochmal auf mit einem Zeitraffer. Vielleicht kommt da ein geiler Vogel an und holt sich die weg. Mal sehen. Also es ist jetzt wirklich Schweden so grau, wie man sich es vorstellt. Naja. Bis morgen.